Hallo und herzlich willkommen am Sonntag, den 14. 6. 2020. Heute ist wie gesagt Sonntag. Wir haben gegrillt mit Stefan und Anke. Meine anderen Geschwister waren nicht da. Die hätten wir eingeladen, aber Christopher musste arbeiten und Christian hat nur sonntags frei und wollte zu Hause bleiben. Und da war das Wetter noch ganz schön, aber wir haben Marillen gegessen, weil dann schon Regenwolken aufgezogen sind und es nicht sonderlich warm war. Dann hat es mal in der Zwischenzeit eine Zeit lang ganz schön gegossen und gestürmt, dass wir wieder alle Fenster kontrolliert haben, weil uns letztens das Wasser über die geschlossenen Fenster eingelaufen ist, weil die Dichtungen nicht mehr so dicht sind. Und eigentlich haben wir heute nicht viel gemacht. Es ist Vatertag in Österreich. Ich habe meinem Vater nichts geschenkt, weil er sich nichts gewünscht hat. Er hat gesagt, ich soll mir das Geld sparen und für was Sinnvolles ausgeben. Ich hätte ihn eigentlich schon was gekauft, aber da ich ihn mehrfach gefragt habe und er immer gesagt hat, ich soll ihm nichts kaufen, bin ich dann dem gefolgt. Ich weiß nicht, ob ich deswegen gemein bin, aber wenn er es sagt und mein Vater meint eigentlich, was er sagt, meine Eltern waren dann noch bei den Großeltern drüben. Meine Mutter ihren Papa zum Vatertag gratulieren. Aber da war ich nicht mit. Ich bin eigentlich den ganzen Tag vor dem Computer gesessen, hab Musik gehört, Videos geguckt und mich über Handys informiert. Ich möchte jetzt anfangen, jeden Monat mindestens 200 € zur Seite zu legen. Seit ich mein iPhone verkauft habe, habe ich hier 300 € gespart und 300 € hat mein Vater bekommen, weil er mir die zur Handtasche dazu gezahlt hat. Und ich möchte auf 2000 € sparen. Zwar nicht in einem, weil ich möchte mir vielleicht ein iPhone kaufen oder ein P30 Pro oder P40 Pro von Huawei. Aber da bin ich mir noch unsicher. Das wird sich erst im September ergeben, was ich mir dann kaufe. Ob ein iPhone oder ein Huawei. Ich bin mir dann noch ganz unsicher, weil ich einerseits nicht so viel Geld ausgeben will für ein iPhone und ein P40 Pro hat ja keine Google-Dienste, weil das P30 Pro hätte noch alle Google-Dienste und eine gute Kamera und deswegen überlege ich deswegen. Und außerdem möchte ich nebenbei dann wieder bis auf 2000 € sparen, weil ich den Kredit von meinem Rechner ablösen möchte. Mir dann vielleicht einen neuen aufnehmen für einen Laptop. Oder länger keinen mehr. Ja, da bin ich mir aber noch unsicher. Ich überlege auch, ob ich mir nächsten Monat eine Uhr kaufe oder ob ich die 200 € die ich ausgeben darf, für Kosmetik ausgebe, weil ich mir schon länger kein Schminkzeug mehr gekauft habe, also so richtig viel. Ein großes Set
Und das würde auch so um die 200 € kosten. Oder ob ich mir eine Holzkernuhr kaufe. Die kostet auch so um die 200 € und ob ich das dieses Monat oder nächstes Monat mache, bin ich mir noch unsicher. Oder besser gesagt, dieses nächstes Monat oder übernächstes Monat. Ich weiß, ich bekomme ein bisschen Geld zum Geburtstag dazu, was mir auch helfen wird beim, wenn ich mir ein iPhone kaufen möchte. Weil wenn, dann kaufe ich mir ein Pro Max. Und das kostet so 1.500 €. Nicht im Vertrag, aber zum Auszahlen halt. Und gespart muss ich da haben 800 bis 1.000 €. Und da bin ich mir noch unsicher, weil ich eigentlich nicht einsehe, dass ich so viel Geld für ein Handy ausgebe. Ich habe es zwar bis jetzt jedes Jahr gemacht, obwohl ich mir letztes Jahr nur das 11er geholt habe. Es waren aber auch 800 € und ich bin eigentlich nicht der Freund für so viel Geld für eine Sache ausgeben. Wenn es mehrere Sachen sind, dann schon, aber für eine Sache so viel Geld, das muss man sich schon gut überlegen. Und dann ist der Wertverfall bei iPhones zwar nicht so stark, aber ich lege trotzdem jedes Jahr 200 bis 400 € ab, was den Kaufwert betrifft. Und deswegen bin ich da am Überlegen. Ich meine, ein P30 Pro oder P40 Pro kann ich nicht um denselben Wert verkaufen, wie ich es kaufe, aber da ist überhaupt die Frage, ob ich es wieder verkaufen sollte, weil die Handys haben halt schon eine gewisse Lebensdauer hinter sich und dann bei mir nochmal und dann macht sowieso nicht viel Sinn, ein Handy zu verkaufen, wenn man nicht viel Gewinn dabei rausschlagen kann. Aber drei Handys brauche ich halt auch nicht. Und meine Stimmung ist so eher schlecht, aber erst seit einer Stunde circa. Es ist jetzt 8:30 Uhr, kurz nach 8:30 Uhr. Und ich bin schon ziemlich müde, obwohl ich heute lange geschlafen war. Und ich fühle mich irgendwie leer. Und da wird sowieso die Kaufsucht wieder mehr. Aber das habe ich momentan noch im Griff. Ich überlege mir auch eine Lederjacke zu kaufen. Aber in meiner Größe sind die ziemlich teuer. Und da habe ich noch nicht das gefunden, was ich suche. Aber mal gucken. Sonst gibt's nicht viel Neues, außer dass ich mich leer fühle und etwas unglücklich bin, aber ich weiß nicht warum. Es gibt keinen Grund dafür. Bis vor 1,5 Stunden war auch noch alles okay. Außer dass ich mich schon seit Tagen etwas leer fühle. Aber ich merke, dass die Stimmung so ein bisschen am absteigenden Ast ist. Und ich möchte aber noch nicht mehr Effektin nehmen, weil ich nicht glaube, dass es damit zusammenhängt. Und ja, das sind halt so Überlegungen.
Sonst war der Tag ziemlich langweilig. Ein typischer Sonntag. Morgen kommt Claudia wieder, auf das freue ich mich. Und ich freue mich wirklich, auch wenn sie nicht so wirkt. Und ich habe mit Claudia nichts geplant. Ich habe auch nichts zu tun eigentlich. Aber vielleicht fällt uns noch was ein. Und ja, morgen fällt die Maskenpflicht in Österreich, zumindest in den öffentlichen Bereichen, da wo man zumindest 2 Meter Abstand halten kann, also in den Supermärkten und in Einkaufszentren und so und in medizinischen Bereichen. Bleibt die Maskenpflicht und beim Friseur zum Beispiel auch. Aber zumindest teilweise wird sie gelockert und fällt. Und das freut mich. Ich fahre ja morgen mit der Rettung zu Christoph und bin gespannt, ob ich da eine Maske aufsetzen muss oder nicht. Und ja. Man wird sehen. Das Wetter soll diese Woche, die kommende Woche, die ganze Zeit schlecht bleiben, obwohl sie jeden Tag was anderes ansagen. Dazwischen soll es mal ganz okay werden, aber es soll immer wieder regnen und so. Was die Gestaltungsmöglichkeiten der Woche mit Claudia sehr einschränkt. Aber ja, ich bin sehr unkonzentriert. Merke ich gerade, ich kann auch nicht in die Kamera schauen, weil ich dann so schiele und ich mich dann nicht konzentrieren kann. Ich gucke auch die ganze Zeit auf die Seite. Aber ja. Ich sollte endlich wieder mal Französisch lernen, sonst laufen die 6 Monate ohne Lernen ab. Aber ich bin sowieso am Überlegen, ob ich das verlängere. Und ich habe meine Kosten jetzt reduziert und 72 Euro eingespart, so dass ich mit den 100 Euro oder 150 Euro Taschengeld auskomme und da nichts mehr drauf zahlen muss. Und das ist mir schwer gefallen, aber eigentlich sind es einige Dinge gewesen, die ich wirklich nicht gebraucht habe und die unnötig waren und somit war es jetzt kein großes Problem, obwohl mir manche Entscheidungen schwer gefallen sind. Aber da fühle ich mich jetzt auch leichter. Sonst fällt mir jetzt eigentlich nichts mehr ein. Ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Tag oder Abend, wann immer ihr das Video schaut. Ich hab euch lieb. Liebe Grüße. Ciao. Eure Ines.